Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Zwergenfreunde, zu Baldur's Gate, der Enhanced Edition. Ja, wir suchen immer noch das Lagerhaus mit den Basilisken. Kann da nur noch das hier sein? Ah. Kommt nicht herein, ein Basilisk ist ausgebrochen. Fliegt, solange ihr noch könnt. Alles klar, danke für die Warnung. Wie konnte denn ein Basilisk in ein Lagerhaus mitten in der Stadt geraten? Gorpelhind und seine Abenteuerbande, die fröhlichen Gaukler, haben die Bestie vor ein paar Wochen gefangen. Sie sollte nach Tiefwasser gebracht und bei einem Jahrmarkt vorgeführt werden. Leider erwachte das Tier vorzeitig aus seinem magischen Schlummer. Aber genug geredet, jetzt lauft. Okay. Wo ist unser Spiegelaugentrank? Da. Gegain, Prost. Sogar ein höherer Basilisk. Der kriegt mal ein bisschen was auf die Lunze. So. Das waren 7000 Erfahrungspunkte. Und ein Titanit. So, das heißt, sie kann ihr braucht nur zu fragen. Safana kann sich hier umsehen, ohne dass es jemanden stört. Ganz normale Pfeile und Kugeln. So, Spiegelaugen sind schon wieder abgeklungen. Also ja, ganz normale Kugeln würde ich nehmen. Das heißt, wir können Nadarin dann sagen, dass wir die Basilisken erledigt haben. Für euch tue ich aber natürlich, Schätzchen. Wie ihr wünscht. Cordia. Hallo, Cordia ist mein Name. Ich komme aus dem Süden, wo die Wolkengipfel das Meer berühren. Ein paar Sirenen haben versucht, sich dort unten auszubreiten. Sie haben mein Fischerboot versiegt und mich regelrecht arbeitslos gemacht. Seufz. Wenn sie nur nicht so wunderschön wären, könnte man die Leute viel einfacher davon überzeugen, was für eine Plage sie sein können. Ein Fischer namens Cordia berichtet mir von Sirenen, die sich in der Nähe seiner Fischergründe niedergelassen haben. Um die habe ich mich doch schon gekümmert. Danke für eure Hilfe. Es ist zwar eine scheußliche Aufgabe, was tut man nicht alles für die Zivilisation? Hier nehmt diese Formel der Hass, damit ihr zumindest eine kleine Erinnerung an sie habt. Hast ist immer gut zu haben. Auch wenn wir schon alle Hast haben. Aber ich habe einen Stufenaufstieg. Juppie. Stufenerhöhung. Eine zusätzliche Waffenfähigkeit. Zusätzlicher Magiezauber des zweiten Grades und 8 Trefferpunkte und 10 Sagenkunde. Ja, Einhänderkampfstil. Dieser Kampfstil ist für Charaktere gedacht, die mit einer einigen Nahkampfwaffe ohne Schimmel kämpfen wollen.
Geübt. Der Charakter hält einen RK minus 1 und verursacht bei einem Trefferwurf von 19 oder 20 einen kritischen Treffer. Das ist nicht schlecht. Das heißt, wenn ich auf die Nahkampfwaffe wechseln sollte, dann bin ich noch ein bisschen besser, schlechter zu treffen, falls ich mal in den Nahkampf gehen muss. Wenn das euer Wunsch ist. Aber natürlich, Schätzchen. Falsche Taste. Oh, ein Heiltrank, nicht schlecht. Ja, wir sind eigentlich an dem Punkt angelangt, wo Heiltränke fast nichts mehr bringen, aber sie können einem manchmal den Arsch retten. Wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ihr braucht nur zu fragen. Ja, in die Kanalisation wollen wir erstmal nicht runter. Jopalins Taverne. Ha. Jede Menge Seemänner. Worum geht, wie ihr wünscht. Aber ja, das ist nur eine Taverne. Yes, League. Braucht ihr was? Ihr wart gut zu mir vorhin. Schaltet ein paar Köpfe ein, in Ordnung? Jeslik war doch der Zwerg aus der Mantelwaldmine. Der ist hier gelandet. Hey, Kollege! Hallo, Freund. Setzt euch hin und dann wollen wir zusammen zechen. Wir alle hier sind Seeleute von der gähnenden Meere. Die während des Ausgangs gerade mal an Land ihre Leber testen. Gähnende Meere? Ja, das ist ein schönes Schiff, das ich schnell... Oder war es jetzt die gehende Marie? Das ist ein schönes Schiff, das sich schnell vorwärts bewegt. Ein besseres hat es nie gegeben, das schwöre ich. Wir sind sogar schneller als Baldoran höchstpersönlich gesegelt und warten immer noch auf neue Herausforderungen. Ach, gähnende Marie, nicht gähnende Meere. Okay. Seemann Aal. Also Kumpel, hör zu. Welcher Fisch ist den ganzen Tag besoffen? Der Blaufisch? Der Blauhai, haha, eine typische Landratte, Kumpel. Sind Haie Fische? Wie wär's mit einem Whisky? Erzählt mir doch, was euch in mein Gasthaus geführt hat. Eure Gäste sind hier gerne gesehen. Ich habe ein oder zwei Münzen, die mir ein Loch in den Geldbeutel brennen. Lass sie, was ihr anzubieten habt. Wo auch immer er seine Zimmer hat. Ein Drachen ohne Bier. Seitdem der Eisenton in das Herrenhaus im Südwesten gezogen ist, passieren sonderbare Dinge. Ich weiß nicht, was es mit dem Gebäude auf sich hat, aber mir jagt es einen Schauer über den Rücken. Man flüstert einander Gerüchte von merkwürdigen Vorgängen zu, die sich im neuen Sitz des Eisentons im Südwesten vor Baldurs Tod zutragen sollen. Ja, ihr braucht nur zu fragen, wie ihr wünscht. Also ja, wenn es darum geht, Gerüchte zu hören, da sind wir immer zu haben. Bürgerinnen und Bürger. Was ist in der Tränke drin, dass wir jetzt plündern könnten? Nichts. Diese Tür dieses Hauses fällt schon aus den Angeln, indem dann, dass das Haus schon seit Jahren verlassen ist. Wie kann es eigentlich in einer Großstadt verlassene Häuser geben? Ja, auf die leuchtende Laterne wollen wir erstmal nicht. Weil da müssen wir irgendwann für die Quest hin, soweit ich weiß.
Kriege ich einen Lutscher? Nein. Ich will zu meiner Mama. Wenn ich groß bin, werde ich auch Zauber. Das macht Spaß. Mhm. Niemand wird gezwungen, in die Fußstapfen seines Vaters zu treten. Entities Fulsum. Ah, Emissa hat mir gesagt, dass ihr recht bald hier vorbeikommen würdet. Guckt euch den Eisenthron an, was? Elminster? Ja, wir haben Grund zu glauben, dass der Eisenthron hinter der momentanen Eisenkrise steckt. Könnt ihr uns denn helfen? Ah, daran zweifle ich nicht. Diese Stadt birgt viele Geheimnisse und Gefahren. Vor allem für jemanden mit einem Erben wie dem euren. Wie ihr richtig vermutet, ist der Eisenthron so ziemlich der Kern des Ganzen. Eure Nachforschungen werden nicht unbemerkt und wohl eher auch nicht ungestraft bleiben. Ich bitte euch, stellt euch mit Ska und Herzog Eltern gut. Die beide für die fremde Faust arbeiten. Sie sind von Grund auf tüchtige und ehrenwerte Männer und in der Lage, euch in diesem städtischen Wirrwarr einen guten Rat und Schutz zu bieten. Aber ich verweile schon zu lange. Es ist besser, wenn wir nicht zusammen gesehen werden. Entis Fulsom, der offenbar mit Elminster bekannt ist, scheint über meine Untersuchung zum Eisenthron gut informiert zu sein. Er schlägt vor, dass ich mich an Ska und Herzog Eltern wende, die beide der flammenden Faust angehören. Mhm. Ja. Ja, hier ist schon ein Tor. Hm. Komme ich damit schon in die Oberstadt? Ach nee, halt, das ist... Ja. Vergiss, was ich gesagt habe. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Alles richtig so. Nett, dich kennenzulernen, Freund. Kerchhaus. Hey, da passt hier schön auf, wo ihr hintretet. Durch die Gischt vom Meer können die Pflastersteine etwas glitschig werden. Ich heiße Kerau. Kann ich euch irgendwie helfen? Ich habe noch nie so eine große Stadt gesehen. Stimmt, aber man sagt, Tiefwasser im Sonnen sei sogar 10-mal so groß. Ich möchte dort eines Tages hinsegeln und im belebten Hafen eine Weile ruhen. Also ja, Waterdeep ist riesig. Da gibt es ja noch nie Winter, was eigentlich auch recht groß ist. Naja, Baldurs Tor hier hat halt die besondere Eigenschaft im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, dass wirklich die ganze Stadt begehbar ist. In anderen Spielen sind meistens nur die wichtigen Stadtteile begehbar und die Wohnviertel werden meistens außer Acht gelassen. Zum Beispiel später, wenn wir dann in Am ankommen, in Baldur's Gate 2, hat man hauptsächlich so die wichtigen Stadtteile, wie Wauckens Promenade, das Brückenviertel und so. Hier ist ja wirklich die ganze Stadt begehbar. Und das hier ist das Gebäude des Hafenmeisters, okay. Zum Hafenmeister brauchen wir auch erstmal nicht rein. Also ja, so Wohngebäude, Lagerhäuser und so klappe ich ab, aber so wichtige Gebäude lassen wir erstmal außen vor, bis wir rein müssen. Ja, mein Schatz, wenn das euer Wunsch ist. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Ogermagus. Haben wir da nicht so tödliche Pfeile, die Ogermagi instant töten können? Was?
Was ist es diesmal? Worum geht es diesmal? Lila Lore! Ihr kleinen rosa Wesen müsst alle sterben. Der Sohn des Todes bietet 10.000 Goldmünzen für den Kopf von Benno hier. Und wir werden ihn uns verdienen. Oh, das sind aber ein paar viele Ogermagi.